Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Das glaube ich. Ja, umso mehr freue ich mich, dass du heute bei mir im Podcast dabei bist. Also, herzlich willkommen an alle, die zuhören und zuschauen heute beim Business Talk Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute eine Podcasterin, Ärztin und Podcasterin dabei zu haben. Ich spreche heute mit Caroline Schwarze und stelle meine berühmte Einstiegsfrage. Wer ist Caroline Schwarze? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich mit dabei sein darf. Also ich bin Caroline, bin seit Mai jetzt Ärztin und ja, habe vorher in Leipzig studiert und habe jetzt im Juli angefangen mit meiner Facharztweiterbildung der Anästhesie und Intensivmedizin. Und nebenbei habe ich mich noch dafür entschieden, einen Podcast rauszubringen, den MeetPower Podcast. Aber ich denke, darüber werden wir dann später uns noch unterhalten. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Sag doch nochmal, wie bist du zum Medizinstudium gekommen? War das was, was du immer wolltest oder ist das vielleicht zufällig gekommen? Also bei mir war das so, dass ich, um ehrlich zu sein, mit Ende der Schule gar nicht so richtig wusste, was ich gerne mal machen möchte. Ich hatte so viele Ideen, sollte doch vielleicht in die medizinische Richtung gehen und dachte, dass ich dann erstmal eine Ausbildung mache, die ich dann auch gemacht habe bei einem niedergelassenen Chirurgen als medizinischer Fachangestellter, habe dann mit dem OP gearbeitet und es hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, gerade das ganze Chirurgische hat viel Spaß gemacht, habe mich dann entschieden, danach noch weiter zu arbeiten, war in der OP-Leitung dann bei einem chirurgisch tätigen Orthopäden. Das hat auch, es war richtig klasse, aber ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht mehr weiter, kommen wir nicht mehr weiter. Und dann dachte ich mir, na dann wäre der nächste logische Schritt dann das Medizinstudium. Okay. Genau, also habe ich eigentlich Medizin studiert, um irgendwann später selber mal Chirurgin zu werden. Jetzt bist du ja von der Chirurgie in die Anästhesie bzw. in die Intensivmedizin gekommen. Du hast gesagt, du hast ein Praktikum gezogen bzw. eine Zeit lang gearbeitet in der Chirurgie beim niedergelassenen Arzt. Hat sich da dieser Wandel vollzogen? Hat sich da was verändert bei dir? Gar nicht. Also selbst als ich noch gearbeitet habe, fand ich die Chirurgie total spannend und bin, wie gesagt, auch damit in das Studium gestartet und habe dann aber gedacht, okay, ich habe chirurgisch schon ziemlich viel gesehen und gerade die Formulatoren mache ich dann doch mal in den anderen Fächern. In der Pädiatrie habe ich angefangen und das war so gar nicht meins. Ja, kleine Kinder, finde ich, sind eben nochmal etwas anders und schwieriger und habe dann gedacht, okay, die letzte Formulatur mache ich dann doch mal in der Anästhesie, weil Anästhesie ist sowas, was man generell immer gebrauchen kann und gerade mit der Notfallmedizin. Und ich war so begeistert von der Anästhesie, nicht nur von dem Fach an sich, sondern auch von dem ganzen Drumherum, dass da ziemlich schnell die Entscheidung fiel, okay, ich wechsle die Tuchseite und ja, werde dann später einmal Anästhesistin. Sehr schöne Formulierung, wechsel die Tuchseite. Ja, das ist wieder was dazugelernt. wenn du jetzt, also wir werden später nochmal so ein bisschen auf das kommen, was du vielleicht in der Zukunft auch vorhast. Was machst du sonst so? Interessiert mich auch immer, also bist du irgendwie, brauchst du einen Ausgleich zum Job, wenn du jetzt das, was du so machst mit deinem Podcast, mit deiner medizinischen Ausbildung, alles das, was dazugehört, schaffst du dir durch Sport, durch Lesen, durch Meditation irgendeinen Ausgleich? Wie machst du es? Also ich habe mich in den letzten, sagen wir mal 3-4 Jahren dann doch schon recht viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich lese ganz viel. Das zum einen und zum anderen versuche ich auch wirklich durch Sport noch meinen Ausgleich mitzufinden. Yoga mache ich regelmäßig, das gehört zu meiner Morgenroutine, mindestens so 20 Minuten, dann gehe ich noch einmal die Woche zum Kurs, dann Sport so ungefähr auch, je nachdem wie ich es schaffe, 2-3 Mal, wenn ich gut bin. Genau, und ansonsten natürlich mit Freunden und Familie. Ja, und dann ist leider auch der Tag schon wieder rum. ja, genau, gerade wenn man so intensiv auch lebt. Also ich frage das deshalb immer, weil es so spannend ist, dass sich viele diesen Ausgleich eben suchen. Du hast gerade das Thema Morgenroutine angesprochen. Auch das ist was hier im Podcast immer wieder häufig kommt.
dass die Leute sagen, ich brauche es einfach oder ich finde es schön, wenn ich morgens in den Tag starte, wenn ich ein bisschen was für mich habe, wenn ich so, sei es jetzt von 10 Minuten angefangen, die anderen sind 90 Minuten dabei, ganz egal, etwas für mich und schaffe damit so ein bisschen Freiraum für eine Zeit, die ich vielleicht sonst am Tag gar nicht habe und gar nicht zur Verfügung habe. Ne? Siehst du das auch so? Ja, genau. Mhm. Ich merke das manchmal, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich irgendwie spät ins Bett komme und dann sage, okay, diese halbe Stunde länger, diese Stunde länger ist mir dann doch mal wichtiger, den Schlaf zu haben. Mhm. Aber mittlerweile ist es so drin, dass ich wirklich morgens aufstehe und erstmal mindestens eine Dreiviertelstunde für mich habe, um entspannt in den Tag zu starten, als wenn ich aufstehe, vielleicht noch ohne Frühstück aus dem Haus gehe. Da läuft der Tag wirklich ganz, ganz anders. Mhm. Wenn du dich mit Kollegen austauschst, wenn du mit jungen Medizinern sprichst oder auch mit älteren Medizinern, gibt es aus deiner Sicht oder aus deren Sicht vielleicht, wenn ihr euch austauscht, eine Veränderung in der Medizin? Gibt es da einen Wandel? Beobachtest du was, dass es was anders wird oder was anders ist als vielleicht die Medizin, die du kennengelernt hast? Schwierige Frage. Ich finde, es kommt darauf an, mit wem man sich unterhält. Und da ist nicht unbedingt das Alter relevant. Mhm. Ganz oft ist es natürlich so, dass gerade bei jungen Kollegen, wir haben irgendwo so ein bisschen die gleiche Einstellung und die gleiche Intention von dem, was wir wollen. Mhm. Obwohl ich da auch merke, dass einige, die motiviert rangegangen sind und dann meinetwegen seit 2, 3 Jahren in ihrer Facharztausbildung sind und in diesem System drin sind, dann so eine Resignation auch schon zeigen, was ich ziemlich schade finde. Mhm. Aber es gibt auch ältere Kollegen, die trotzdem noch voll motiviert sind und versuchen da ganz viel zu verändern oder auch an uns jungen Kollegen ganz viel zurückzugeben. Mhm. Also das ist, wie gesagt, das ist unterschiedlich. Es hängt nicht vom Alter ab, sondern ich glaube, das ist eher vom Typ Mensch, den man mitbringt. Mhm. Das ist deshalb so interessant und so spannend. Ich habe gerade, bevor du es gesagt hast, habe ich gesagt, das ist ein Menschentyp. Und ich glaube, das ist schon der entscheidende Ansatz. Also wenn jemand bereit ist, offen ist, für sich neue Dinge zu stellen oder vielleicht auch mit der Entwicklung zu gehen oder lebenslang zu lernen, dann hat man vielleicht unabhängig vom Alter immer mit einem ähnlichen Menschentypen zu tun, mit dem man auch gut klarkommt, mit dem man sich ausbilden lassen will. Wenn du so an deine Krankenhauszeit denkst, mit welchen Typen Menschen hattest du es da zu tun? Mit total unterschiedlichen. Also das ist, glaube ich, die Bandbreite ziemlich groß. Und ich glaube, jeder Medizinstudent, der weiß genau, wovon ich rede, beziehungsweise auch jeder Assistenzarzt. Also es gibt diese, wie gesagt, diese, wie sage ich denn das an, diese Motivierten, die wirklich immer mit einem Lächeln da sind und einen mitreißen, von denen, die immer meckern und jammern. Die hat man auch. Und ja, genau, das sind so die zwei großen Lager, würde ich einmal sagen. Ja. Ja. Jetzt hast du ja aus einer sehr eigenen Motivation heraus dich entschlossen, nicht nur einfach Medizin zu machen, also deine Medizin zu machen, von dem, wie ich es gerade beschrieben hast, also Interessensgebiete, Tuchseite gewechselt, auf der Seite der Anästhesie beziehungsweise auch Intensivmedizin. Und hast dir aber dann gesagt, ich möchte gerne mit Menschen sprechen und vielleicht, ich sag jetzt mal, der Welt zeigen, dass in der Medizin auch ein paar Dinge möglich sind. Du hast in auf deiner Webseite geschrieben, dass welche Möglichkeiten habe ich als Arzt nach der Approbation, also was kann ich alles Tolles tun? Und du hast einen Podcast ins Leben gerufen, das ist der MedPower Podcast. Den werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, wir werden alle möglichen Links von dir unten reinmachen, dass man sich auch wirklich mal mit dir in Verbindung setzen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Podcast. Wie ist es entstanden und welche Themen behandelst du? Also die Idee dahinter war ganz einfach, dass ich, wie so, glaube ich, jeder Student am Ende des Studiums überlegt habe, was mache ich denn, wenn ich fertig bin? Und ich kannte durch Auslandsaufenthalte, durch verschiedene andere Projekte und durch Summer Schools, habe ich andere Ärzte kennengelernt, die nicht nur, ich sag mal, als typischer Arzt tätig sind. Und typisch ist für mich entweder als Arzt in der Klinik oder in einer eigenen Praxis tätig. Und ich habe dann angefangen dazu zu recherchieren, weil ich dachte, ich muss ja irgendwas auch für mich finden. Und für mich war aber klar, ich möchte gerne in die Anästhesie, ich möchte definitiv meine Facharztweiterbildung machen. Mhm. Aber irgendwie hat mir das nicht gereicht. Ich brauche irgendwie noch sowas daneben. Und habe angefangen zu schauen, was es nicht alles gibt. Und die Recherchen dazu waren echt unbefriedigend, weil das Einzige, was man findet oder oftmals findet, ist, wie die Facharztweiterbildung abläuft. Und ich finde, man wird so vorprogrammiert. Man wird schon, das beginnt im Studium mit der Vorprogrammierung, wie geht es weiter, man geht in die Klinik. Mhm.
Und das wollte ich dann gerne ändern. Also ich habe gesehen, es ist kein Angebot da, es gibt es noch nicht, dann sorge ich eben selber dafür, dass es das gibt. Und die Idee des Podcasts kam mir ganz einfach, weil ich selber sehr, sehr gerne Podcasts höre und ich finde, Podcasts sind so ein ganz tolles Medium, was man einfach überall mit hinnehmen kann und einfach zwischendurch mithören kann. Und das Interviewformat habe ich mir ganz einfach ausgesucht, auch weil ich es so spannend finde, von anderen zu lernen. Und gerade durch dieses Interview nimmt man so viel von, also jedenfalls ist es bei mir so, nehme ich so viel von den anderen auch mit und versuche das auf meine eigene Situation runterzubrechen. Genau, sodass das die Intention dahinter war. Jetzt habe ich gelesen oder auch gehört in deinem Podcast, dass du zwei in Anführungsstrichen Formate hast. Du hast auf der einen Seite gesagt Interviewformat, das ist sehr häufig so oder immer so, weil ich finde ich auch, ist ein super spannendes Medium, weil man sehr viel lernen kann, hast du gerade auch gesagt von dem Gegenüber. Aber du hast einmal diesen reinen Mediziner-Podcast, also wo es darum geht, Geschichten aus der Medizin zu erläutern, wo kommt man her, welche Möglichkeiten hat man und so weiter. Und du hast aber noch einen eigenen, du nennst das Frauenpower-Podcast. Genau, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Genau, also es sind sozusagen zwei Staffeln. Das eine ist die Power-Talk-Staffel. Also es sind beide Formate sind Interviews. Das eine ist die Power-Talk-Staffel. Da geht es wirklich darum, dass ich Gäste habe und die erzählen, welchen anderen Weg sie ganz einfach gegangen sind. Und das sind total unterschiedliche Wege. Die machen was ganz anderes als Medizin, sind zwar primär Arzt, also alle meine Gäste sind Ärzte. Genau, die haben sich meinetwegen primär für ein Medizinstudium entschieden, haben sich dann umentschieden oder wie gesagt was anderes. Und die zweite Staffel ist die Woman Power Staffel. Und da geht es mir ganz einfach darum, um uns Frauen in der Medizin noch zu stärken, weil ich ganz oft gesehen habe, wir haben einen Studentinnenanteil von ungefähr 70%. Und wenn man dann mal in die Klinik geht und schaut, dann wird es immer weniger. Dann schwenkt es langsam um. Und ich frage mich ganz einfach, woran das liegt. Warum studieren so viele Frauen Medizin und arbeiten da nicht in ihrem Beruf? Und deswegen gibt es diese zweite Staffel. Und in der Staffel führe ich dann Interviews mit anderen erfolgreichen Ärztinnen, die das Ganze miteinander vereinbart bekommen. Familie, Beruf und all das, was man sonst noch so hat. Das ist ja nicht nur das beides. Genau, und weil ich da ganz einfach zeigen möchte, Mädels, es geht auch anders. Und ihr könnt trotzdem als Ärztin tätig sein, aber trotzdem nebenbei auch noch was machen. Hast du denn da eine Antwort schon gefunden drauf, warum das so ist? Also es gibt natürlich die Leuchttürme, die das tun, also die dann tatsächlich erfolgreich sind in Praxis, in Familie, die vielleicht sogar noch darüber hinaus was gemacht haben, also die als Startups unterwegs sind, die zusätzlich eigene Ideen hatten, die sie umgesetzt haben. Aber hast du eine Antwort auf die Frage bekommen schon mal, warum gibt es diesen geringeren Anteil der Frauen in der Medizin, gerade in der niedergelassenen Medizin? Es gibt natürlich nicht diese eine richtige Antwort, aber ganz oft ist es ganz einfach die Familienplanung, die dazwischen kommt. Sobald Kinder unterwegs sind, nehmen sich oftmals die Frauen tendenziell eher zurück und Frauen mehr als Männer. Jetzt hätte man ja da auch heute Lösungen für, könnte und hätte, dann habe ich in einem Satz gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass sich das wandeln wird, dass wir viel mehr Frauen auch in Führungspositionen, auch im medizinischen Sektor haben werden. Das sieht man heute in Krankenhäusern ja auch schon, dass wir viel mehr Oberärztinnen haben, auch mittlerweile in einigen Bereichen. Jetzt nicht nur in diesen klassischen Bereichen, die man so den Frauen sowieso zuspricht, also in der Gynäkologie oder in der Kinderheilkunde oder ich erlebe es einfach auch mehr, dass die Frauen, die jetzt so im Alter zwischen, ich sag mal 28 und 35 sind, dass das die Frauen sind, die in der Zukunft auch mehr in die Oberarzt- und Chefarztpositionen kommen. Warum sehe ich das so? Aus meiner Sicht ist es so, dass wir viel mehr Führung über die menschliche Seite brauchen und dass viel mehr Empathie ins Spiel kommen muss und dass das Wohlgefühl der Patienten und die Patientenorientierung eine unheimlich große Rolle spielt. Heute werden Krankenhäuser ja geführt aus rein ökonomischen Gesichtspunkten, sehr, sehr häufig zumindest aus ökonomischen Gesichtspunkten, gibt da auch wieder ein paar andere. Aber ich glaube, dass Frauen da hier, die sind da, du hast ja gerade gesagt, die sind alle schon im Studium, 70% gibt es ja schon, aber dass diese Frauen mehr und mehr auch in die Führungsrolle gehen werden. Ich glaube, wir Männer werden in Zukunft, würde ich sagen, ein Problem haben, aber wir müssen aufpassen, welche Positionen wir dann noch bekleiden dürfen. Weil ich glaube, das, was heute da ist, was man häufig auch im Krankenhaus erlebt, ich selbst auch,
Gott sei Dank war es noch nicht so häufig, aber wenn man im Krankenhaus ist, erlebt man eben insbesondere die ältere Generation, die auch nicht gelernt hat, Menschen zu führen. Und da hoffe ich sehr darauf, dass uns die Frauen da einen richtigen Weg zeigen. Worüber sprichst du mit den Frauen in deinem Podcast? Also ich habe zum Beispiel 2, 3, 4 Interviews gehört. Wir haben übrigens eine Parallele schon, die Tina Petersen, Tina Schneider, die Healthy Docs, die war ja bei uns beiden schon im Podcast. Und da sieht man ja auch so ein bisschen, wohin es geht. Also da geht es eben nicht mehr nur um die klassische Medizin, da geht es eben auch um Alternativen. Genau, also mit den Frauen rede ich vor allen Dingen darum, dass sie ich versuche jedenfalls so ihre Tipps und Tricks so ein bisschen rauszukitzeln, wie sie das denn gelöst bekommen, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weil ganz oft ist es ja so, man nimmt es an, was aus der Umwelt kommt, beziehungsweise aus seiner direkten Umgebung. Und da ist es dann zum Beispiel für den einen normal, dass eben das Kind definitiv nur von 8 bis, keine Ahnung, sagen wir mal 15 Uhr im Kindergarten ist. Und man kommt dadurch gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht noch eine andere Lösung gibt. Mhm. Und genau solche Sachen versuche ich Ihnen, wie gesagt, rauszukitzeln, um da Lösungen aufzuzeigen, um so den Ärztinnen oder auch noch den Medizinstudentinnen zu zeigen, ach ja, Mensch, das geht ja noch total anders. Ich habe ganz einfach gar nicht an diese Möglichkeit gedacht. Weil das ist ja auch nicht so, dass man das viele teilweise gar nicht wollen, sondern dass die Möglichkeit überhaupt erstmal in Betracht gezogen wird. Dafür möchte ich gerne sorgen. Mhm. Gibt es denn bei dir eine Intention, die jetzt auf einen gewissen Sektor hin zielt? Also sagst du, ich würde gerne viel mehr Frauen in der ambulanten Versorgung sehen, oder geht es grundsätzlich um dieses Thema? Aber also ich will jetzt nicht unbedingt nur auf dieser Frauenschiene rumreiten, sondern ich möchte natürlich auch grundsätzlich ich habe zum Beispiel gesehen, dass wir haben ja im Grunde im Podcast 2 ähnliche Ziele. Also einmal das Thema neue Wege aufzeigen, also dass man eben weiß, es gibt nicht diesen, oder aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, nicht den starren Weg der Medizin. Also ich muss jetzt studieren, ich muss im Krankenhaus bleiben und ich muss dann in die Praxis gehen oder ich gehe in die Wissenschaft, sondern mittlerweile gibt es ja viel, viel mehr Möglichkeiten, wie ich als Mediziner auch arbeiten kann. Das zeigen ja alle, die das tun. Jetzt ist aber, man hat ja immer so ein bisschen, man lebt ja in so einer Blase, ich denke immer, ach, ich habe so viele Leute, die ich kenne, die genau diesen Weg gehen, aber es gibt eben noch ganz, ganz viele andere Mediziner, die diesen Weg nicht gehen, die ganz normal im Krankenhaus sind oder eine Praxis übernehmen und in Anführungsstrichen in diesem System bleiben. Siehst du die Möglichkeit, dass sich auch noch eher die ältere Generation entwickeln kann, oder glaubst du, die haben es einfach schwer, weil die einmal im System sind? Ich glaube nicht, dass das, auch da sind wir wieder beim Alter, ich glaube nicht, dass das darauf zurückkommt, sondern es kommt darauf an, ob sie das überhaupt wollen und ob sie da mitmachen wollen. Mhm. Und ich denke, das muss auch von beiden Seiten, diese Veränderung muss von beiden Seiten losgetreten werden. Und die ist ja auch schon in Gange, man merkt es ja. Mhm. Und wir fordern ziemlich viel ein, meine Generation, die jetzt noch nachkommen, die wollen ziemlich viel, die wollen auch ziemlich viel anders haben. Die ganz viele sind nicht mehr bereit, 12 Stunden auf Arbeit zu gehen, weil sie dann sagen, ja, bis dann und dann geht meine Arbeitszeit und es steht mir auch zu, dass ich Freizeit habe, oder ich möchte keine 24-Stunden-Dienste überhaupt mehr gehen und ich möchte nicht mehr so viele 24-Stunden-Dienste im Monat machen. Und das ist vollkommen korrekt, sich sowas auch anzufordern. Aber ich denke, das muss auch mit von oben, muss auch mit die Bereitschaft kommen, dies ändern zu wollen. Mhm. Und teilweise, glaube ich, sind sie gezwungen, das auch mit zu ändern, weil das ist auch was mir vorhin nochmal dazu eingefallen ist, weil du gesagt hast, es sind jetzt immer mehr Frauen in der Medizin und es braucht uns auch wegen der Empathie und allem drum und dran. Es ist aber auch so, dass Frauen mittlerweile auch ganz oft in solche Fachgebiete reinrutschen, wie zum Beispiel die Chirurgie. Absolut. Auch da gibt es viel, viel mehr Frauen mittlerweile. Ja. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Aber alleine deswegen muss versucht werden, das mit anzupassen, weil Frauen machen nun mal irgendwann oder bekommen irgendwann Kinder, sagen wir es eher so. Mhm. Und da muss man so spontan sein, um darauf zu reagieren und das Ganze irgendwie variabel anzupassen. Mhm. Und von daher, wie gesagt, es ist eine Veränderung, die auf beiden Seiten mit stattfinden muss. Und da sollte man versuchen, sich irgendwie anzunähern, um eine optimale Lösung zu finden. Mhm. Sehe ich auch so. Ich glaube, die Anreize zu sagen, ich habe Familie oder mein Lebenspartner und wir haben aber Kinder, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, und welche Alternativen oder welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt mit dieser Familie
das Medizinleben zu leben. Also nicht nur Praxis, sondern vielleicht dann auch Krankenhaus. Wobei natürlich das Thema ambulante Versorgung ja hier im Business Doc Podcast immer eine ganz große Rolle spielt. Jetzt lebst du in Gera, richtig? Ja, ne? Mhm. In Gera und hast in Leipzig studiert. Wie siehst du das Thema ambulante Versorgung in eurer Region, wo du gerade bist, wo du lebst? Puh, das ist, um echt zu sein, eine schwierige Frage für mich, dadurch, dass ich noch nicht so lange hier lebe und, um echt zu sein, meinen Fokus nicht so ganz auf die ambulante Versorgung gerichtet habe, okay. Kann ich dir wirklich nur das mitteilen, was ich so im Studium mitbekommen habe, dass gerade ambulant beziehungsweise auch die Hausärzte hier in der Umgebung, wie das überall so ist, in den Städten boomt es und auf dem Land werden die Hausärzte gesucht oder werden auch andere Ärzte gesucht. Mhm. Aber ansonsten tut mir leid, da bin ich leider überfragt. Nee, aber genau das ist ja die Antwort letztendlich, die wichtig ist. Also zu hören, was bekommt man ja auch im Studium schon mit auf dem Weg, beziehungsweise ist das schon ein Thema da? Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den ich für extrem wichtig finde, früher aufzuklären und früher auch Studenten schon aufzuzeigen, im Studium schon, wie verläuft das Thema ambulante Versorgung, welche Möglichkeiten habe ich da? Ich habe jetzt gerade Studentenpanel begleitet, also eine Diskussionsrunde mit jungen Studenten, die an einer Uni studieren, die sehr, sehr praxisorientiert ist. Da geht es auch darum, dass wir versuchen oder dass diese Universität versucht, die im Studium schon aufzuzeigen, welche Möglichkeiten habe ich denn, in der ambulanten Versorgung zu arbeiten. Und da sind Studenten, die sagen, wenn ich nicht im Studium schon mitbekommen hätte, wie toll das Thema ambulante Versorgung sein kann und was in einer Praxis tatsächlich abläuft, dann wäre ich wahrscheinlich diesen Weg nicht gegangen. Oder ich würde mich nicht so früh entscheiden und sagen, ich möchte auf jeden Fall in die Praxis. Und das ist ja ein flächendeckendes bundesweites Thema. Deshalb ist das, was du sagst, unglaublich wertvoll, weil wir müssen aus meiner Sicht und dafür sorgen, dass die Medizinstudenten, die Studierenden viel früher die Alternative zum Krankenhaus bekommen. Ja, und nur entscheiden zu dürfen, selber entscheiden zu dürfen, ist das Thema Praxis für mich vielleicht wichtig. Denn wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt und was das bedeutet, dann habe ich vielleicht irgendwann nur Krankenhaus im Kopf. Und ich sage das ja immer wieder, viele fliehen ja aus dem Krankenhaus, weil das Thema Krankenhaus für sie nicht mehr attraktiv ist. Weil ein Familienleben, da sind wir wieder, schließt sich der Kreis, ne? Das Thema Familienleben nicht stattfinden kann. Warum nicht? Weil ich Familie nicht sehe, weil ich einen Partner brauche, der, wenn wir uns für Kinder entschieden haben, sich eben um die Kinder kümmert, unabhängig davon, Männlein oder Weiblein. Also das Gender-Thema ist da außen vor. Aber wer macht es denn? Wer kümmert sich denn um die Kinder? Wenn ich diese Alternative nicht sehe und nicht habe, dann kann ich mich nicht dafür entscheiden. Und das ist für mich ein großes Thema, wenn wir über das Thema ambulante Versorgung und unterversorgte Gebiete sprechen, also viel, viel früher Alternativen aufzeigen. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil das, was ich auch ganz oft mitbekomme, ist, dass die Hürde, von der Klinik in die eigene Praxis zu gehen, als riesengroß wahrgenommen wird, weil man, wenn wir damit konfrontiert werden, werden wir irgendwie erstmal mit diesen ganzen Nachteilen konfrontiert. Es ist genau, ganz einfach, was man alles mitbringen muss, um diese eigene Praxis vielleicht zu haben. Vor allen Dingen auch, wie viel Geld man mitbringen muss. Mhm. Und man hört ganz oft, wie hoch man sich verschuldet, um eine eigene Praxis zu übernehmen. Und das sind eher diese Nachteile, die man hört. Und natürlich ist dann die Hürde, eine eigene Praxis zu gründen, viel zu groß. Mhm. Und so wie du es schon sagst, wenn ich zurückdenke an mein Studium, dann gab es ein Angebot für die ambulante Versorgung, aber auch das hätten wir alles. Das lief alles auf freiwilliger Basis. Ja. Aber also, ne, das bestätigt ja den bundesweiten Trend. Aber es ist eben interessant zu hören von den jungen Studierenden. Also zum Beispiel eine war dabei, hat gesagt, sie wollte auf jeden Fall spezialisierte Gefäßchirurgin werden. Ne? Hat also auch alles darauf ausgelegt. Aber sagt, ich habe dann in einer gynäkologischen Praxis ein Jahr lang arbeiten dürfen. Sie hat wirklich dürfen gesagt. Ne? Und sie sagt, seitdem ist für mich vollkommen klar, was ich will. Ja, also einfach die Alternative aufzuzeigen und zu sehen, welche Möglichkeiten bestehen denn da. Und dann vielleicht auch nicht nur grundsätzlich über die Praxis zu sprechen, sondern vielleicht auch ein paar ökonomische Gesichtspunkte mit reinzubringen. Also wie funktioniert das Thema eigene Praxis? Du hast es gerade ganz schön gesagt, hoppla. Du hast gerade ganz schön gesagt, dann werden oft negative Dinge aufgeführt. Und zu einigen negativen Dingen wird dann heute gezählt, ich muss Geld aufnehmen, damit ich in die eigene Praxis komme. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm und vielleicht ist auch gar nicht so negativ. Denn jeder Unternehmer, der irgendwann ein Unternehmen gründet, gründet vielleicht dieses Unternehmen mit einem Businessplan und gründet das Unternehmen auch mit Fremdmitteln, also mit einem Kredit.
Aber das einfach nur einschätzen zu können, zu wissen, was passiert denn da, ne? Ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe von uns, die jetzt, also ich sage mal uns, weil wir ja auch in der Beratung da sind und wir vielleicht noch ein bisschen was bewegen können, aufzuklären und zu sagen, wohin geht dieser Weg. Ne? Deshalb bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du das auch so offen sagst, dass dir da im Grunde die Perspektive fehlt, weil du sie nie bekommen hast. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Ja. Aber trotzdem ist die Frage jetzt noch spannend. Gibt es denn für dich etwas, wo du sagst, das kann ich mir heute vorstellen, das ist mein Weg? Also für die Medizin, also ich habe mir mal aufgeschrieben hier darunter, ich habe ja die Frage gestellt, was dürfen wir in Zukunft von dir erwarten? Willst du, ich sag mal, Podcasterin weitermachen? Willst du ein Buch schreiben? Willst du in die eigene Praxis? Willst du Reden halten? Willst du Fortbildung machen? Wo soll dein Weg hingehen? Also auf alle Fälle wird mein Weg weiter in die Anästhesie gehen. Das mache ich erstmal fertig, auf alle Fälle. Und mein Podcast macht gerade auch so viel Spaß, und den habe ich ja gerade erst angefangen, von daher, den wird es noch eine Weile lang geben, weil ich ganz einfach, ja, das ist so toll, mit so vielen inspirierenden anderen Ärzten zusammenzukommen und sich ihren Weg anzuhören. Und wie mein eigener dann danach weiter aussieht, ich habe ganz viele Ideen, und viele Interessen und ich weiß es noch nicht so ganz. Es ist gerade noch alles so ein bisschen offen. Auf alle Fälle verfolge ich den Podcast erstmal weiter und möchte den ganz einfach noch bekannter machen, damit wirklich jeder weiß, okay, wenn er mal eine Inspiration braucht, damit er weiß, wo er hingehen kann. Ja. Ja. Aber auch das ist wieder super. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil genau das auch eine gewisse Art von Leichtigkeit widerspiegelt. Ich mache jetzt mal was und ich muss mich nicht jetzt entscheiden, ob ich das in 5 Jahren auch noch tue, sondern ich mache es jetzt, weil es im Augenblick wichtig ist und mir ganz viel Spaß macht. Also das im Jetzt sein und im Jetzt auch leben und sich nicht Gedanken machen, was ist in 5 Jahren. Also ich sag mal, wir können ja heute sowieso kaum seriös sagen, was passiert in 3 Jahren. Ja? Warum soll man dann sagen, was in 10 Jahren ist oder sonst irgendwas? Ich glaube, das ist extrem wichtig, das, was man jetzt tut, auch zu genießen und nicht sich so viel Gedanken darüber zu machen, ist das jetzt richtig, wird das erfolgreich oder nicht? Ne? Also du machst es, weil es dir Spaß macht und weil du, so höre ich zumindest raus, eine ganze Menge davon lernst auch und mitnimmst von deinen Interviewpartnern, ne, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dir ein paar Jahre voraus sind, aber trotzdem ja dieses gegenseitige Lernen auch immer unglaublich wichtig ist. Ne? Ja, also definitiv. Ja. Und was auch so schön ist, wenn Rückmeldung kommt und gerade als ich den Podcast gestartet habe, das war eine Freundin, die anrief und meinte, Caro, das ist so schön, was du da gemacht hast. Mir ging es so schlecht diese ganze letzte Zeit. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin sollte. Und jetzt habe ich deinen Podcast angefangen zu hören. Und ich weiß, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und das war einfach schön zu hören. Auch zu wissen, okay, es kommt auch genauso an, wie ich das gerne hätte. Ja. Wir können ja mal ein bisschen aus unserem, so 2-3 Minuten dafür verwenden, aus unserem Podcast-Leben zu plaudern. Du produzierst alle 14 Tage oder noch länger oder wie machst du es im Augenblick? Im Augenblick sieht es so aus, dass ich jede Woche ein Interview rausbringe. Okay, super. Ja, und gibt einen Tag? Hast du so einen speziellen Tag oder? Genau, Donnerstag ist Podcast-Tag bei mir. Und die Interviews führe ich dann so zwischendurch. Ich versuche mal ein bisschen vorneweg zu produzieren natürlich, weil das kennst du ja selber, das Schneiden der Aufnahmen und sowas kostet ja dann auch etwas Zeit. Genau. Und es gibt keine regelmäßige Abfolge, wann eine Power Talk oder eine Woman Power Staffel rauskommt oder eine neue Folge. Das schaue ich dann ganz einfach, wie die gerade Folgen da sind und Interviewpartner da sind. Okay. Und die Interviewpartner, wie kommst du da ran? Schreibst du die an? Lernst du die persönlich kennen? Schreibst du dir einfach an, wie machst du es? Sowohl als auch. Also einige kannte ich persönlich, die habe ich dann natürlich ganz einfach gefragt und die anderen habe ich ganz einfach angeschrieben und mein Projekt vorgestellt und da waren bis jetzt eigentlich alle mit dabei. Ja, also ich habe keine einzige Absage bis jetzt bekommen. Ja, das ist interessant, ne? Das finde ich auch. Also ich bekomme ganz wenige Absagen, es dauert manchmal ein bisschen länger, bis sich jemand meldet darauf. Also ich versuche ja auch bundesweit oder auch international ein paar Leute, also deutschsprachige, also alles das, was so im Umland, im Umfeld noch ist, zu bekommen. Und es gibt an sich ganz wenige Leute, die das nicht wollen, weil das Thema interessant ist und weil es einfach schön ist, miteinander zu sprechen. Ich habe immer einen Vorlauf so von 4 bis 6 Wochen. Also das ist immer ganz schön und werde ich ein bisschen unruhig. Also bei mir ist immer so, dass ich schon wissen muss,
wen habe ich noch alles? Und ich habe so einen Redaktionsplan tatsächlich, den ich mir erstelle und gucke, wann mache ich welche Podcast-Folge und wann mache ich meine Solo-Folge zwischendurch, damit es irgendwie auch eine gute Durchmischung gibt. Ne? Aber es ist schon interessant. Und du hast natürlich recht, es ist immer ein bisschen Vorbereitung, es ist immer ein bisschen Nachbereitungszeit. Also und man versucht auch immer so ein bisschen das zu ändern. Ich habe halt jetzt irgendwie seit knapp anderthalb Jahren, ein bisschen mehr jetzt als anderthalb Jahren den Business Talk Podcast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt durch den Podcast. Also sowohl Menschen, die ich vorher gar nicht kannte, wie das jetzt bei uns beiden ist. Wir haben uns heute ja auch tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Aber die man über das Thema Social Media auch kennenlernen kann und welche Möglichkeiten sich da der Vernetzung ergeben, finde ich total spannend. Aber eben auch Menschen, die ich auf Kongressen kennenlerne, die ich dann einfach anspreche. Und ja, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt ganz wenige, die sagen, das mache ich nicht. Ne? Ich habe keine Lust, das. Bis auf diejenigen, die dann hier hinkommen und sagen, wir möchten aber nur ein Live-Interview machen, wie der Felix Bern zum Beispiel, der unbedingt hier in dieses Büro kommen wollte und auf jeden Fall hier mit mir einen Podcast machen wollte. Also ich finde das Thema super spannend und wenn man ein bisschen was mitgeben kann für die anderen, ist es umso wertvoller, finde ich, also wirklich. Genau. Ich habe ja normalerweise so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, die ich noch machen will. Ich habe aber ein bisschen was geändert im Business Talk Podcast. Und deshalb werden wir jetzt nur noch am Schluss nochmal zwei Fragen stellen. Ich bin aber jetzt, ich gebe dir jetzt ein paar Schlagworte. Und du kannst auf diese Schlagworte bitte mit dem ersten Gedanken antworten, der dir dazu kommt. Und du hast einmal die Möglichkeit, bei 10 Schlagworten einmal nichts zu sagen. Also beziehungsweise weiterzumachen, wenn du darüber nichts sagen möchtest, weil dir vielleicht das Thema gerade nicht so gut gefällt oder weil dir vielleicht nichts einfällt. Okay. Ist das okay? Sollen wir das mal so versuchen? Ja, versuchen wir mal. Dann machen wir das mal. Also wir fangen mal relativ harmlos an mit Medizinstudium. Verbinde ich mit Leipzig. Okay. Oberarzt? Ist mir gerade in aktueller Zeit noch eine große Hilfe. Gesundheitsökonomie? Schwieriges Thema. Da würde ich gerne noch mal einmal nachfragen, warum? Weil ich finde, Gesundheitsökonomie ist so ein Thema. Also ich habe da nur so Einblicke in dieses Thema und das ist gefühlt so ein Thema, wo ganz viele, naja, wissen, wie es ungefähr läuft. Aber man redet nicht miteinander, man versucht es nicht zu verbessern, man versucht nichts dagegen zu unternehmen oder es irgendwie umzustrukturieren. Ja, ich habe an der Stelle ganz häufig das Gefühl, dass auch so, wenn man Gesundheitsökonomie oder im Allgemeinen auch Gesundheitspolitik und Entwicklung spricht, dann tauschen sich mehr Menschen aus und sind sich hinterher ganz schnell einig, dass es wirklich kontrovers diskutiert wird und dass man mal ein Stück weiterkommt bei vielen Themen. Ne? Also genau. Auch auf Kongressen sieht man das sehr häufig, dass da eine Runde irgendwo da sitzt, die sich dann am Ende doch alle sehr einig sind. Ne? Ja. Aber ich finde, das ist auch so ein Thema, wo ganz viel gejammert und gemeckert wird. Ja. Aber jammern und meckern bringt einem ja nicht weiter. Nicht weiter, das stimmt. Karriere. Karriere. Finde ich es wichtig und ich finde, Karriere ist auch so ein Begriff, der vielleicht etwas negativ behaftet wird. Gerade für uns Frauen. Was, du machst Karriere und wie kannst du nur? Und eigentlich ist das doch ein total positives Wort, was zeigt, dass man für sich einsteht und für sich was macht und vorankommt. Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Gute Formulierung. Es ist übrigens ähnlich bei Unternehmer sein. Also Arzt und Unternehmer ist für viele auch immer negativ belegt, aber es bietet eben auf der anderen Seite auch Möglichkeiten der Diskussion. Ne? Das ist von daher gar nicht schlecht. Digital Health. Ja, das ist noch so ein schönes Gebiet, was bei mir auf der Agenda mitsteht, worum ich mich auch noch mit etwas mehr beschäftigen möchte. Ja. Ich denke, dass es auch vor allen Dingen wichtig ist. Das kommt automatisch jetzt mit und wir müssen uns damit beschäftigen. Wir haben gar keine Wahl. Positiv oder negativ? Positiv. Okay, sehr schön. Also es sind natürlich in erster Linie positiv, aber es ist natürlich wie bei so vielen Sachen. Es kann auch negative Auswirkungen haben, aber wir sollten doch natürlich versuchen, das so positiv wie möglich für uns nutzen zu können. Ja. Mindful Doctor. Sehr, sehr wichtig für uns. Und das ist, glaube ich, so verbreitet unter den Ärzten. Man schaut immer erstmal auf die anderen und zum Schluss auf sich. Aber dass das eigentlich andersrum funktioniert, dass man natürlich nur, wenn man auch auf sich achtet und selber gesund, fit und stark ist,
umso besser mit seinen Patienten umgehen kann und auf Arbeit umgehen kann. Das ist eigentlich logisch, aber wir, oftmals setzen wir es nicht richtig um. Das stimmt auf jeden Fall. Jens Spahn. Ich glaube, dann würde ich jetzt hier den Joker nutzen. Okay. Eigene Praxis. Eigene Praxis, ja, ist eine schöne Alternative zur Kliniktätigkeit. Okay. Und dann sind wir schon am Schluss mit Zufriedenheit. Zufriedenheit, ein sehr, sehr schönes Stichwort. Zufriedenheit ist wichtig. Zufriedenheit ist nicht nur im Privaten wichtig, sondern auch auf Arbeit. Und Zufriedenheit ist auch das, was ich gerne durch meinen Podcast erreichen möchte, weil ich habe gesehen, dass ganz viele unzufrieden sind in der Klinik. Und diese Unzufriedenheit von den anderen wirkt sich auch auf gerade auf die Studenten aus und auf die jungen Assistenten. Und ich finde, das muss nicht sein. Wir haben so einen tollen Beruf. Und wir sollten auch in unserer Berufsausübung sollen wir zufrieden sein. Wir sollen am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen mit dem, was wir geleistet haben. Und nicht über uns meckern oder über uns jammern oder beschweren. Ich habe den Patienten nicht... ich hatte für den Patienten nicht richtig viel Zeit oder dies und das und jenes nicht. Und das ist etwas, was ich auch mit meinem Podcast ändern will. Schön, das eigentlich wäre fast schon ein schönes Schlusswort gewesen, wenn ich Ihnen noch zwei, drei Sachen sagen wollte. Aber ich fand es sehr, sehr spannend heute mit dir. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du mit deinem Podcast genau in diese Richtung gehst, die du gerade beschrieben hast. Dass du aufrüttelst, dass du neue Wege aufzeigst, dass du Menschen auch inspirierst damit und vor allen Dingen auch andere Mediziner ja aus ihrem... meine Formulierung ist immer Welt im Döschen holst, um zu sehen, welche Möglichkeiten es da noch gibt und aus dem System heraus etwas zu entwickeln. Denn ich glaube, das System ist da und wir alle sind Teil des Systems, wenn wir uns einmal dafür entschieden haben. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig zu sehen, was können wir denn daraus machen. Also Caroline, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit heute im Business Talk Podcast. Danke dir. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört, ist ganz wichtig. Und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Podcast-Gast. Wollte ich sagen. Ja, also erstmal lieben Dank für die Möglichkeit, den Podcast auch und mich natürlich hier vorzustellen. Und ich denke, wir haben schon alles angesprochen. Und mir ist einfach nur wichtig, blickt ein bisschen über den Tellerrand hinaus und informiert euch, was noch alles möglich ist und findet alle euren eigenen Weg. Es ist nicht nur der eine Weg ist richtig, sondern egal, was ihr mit eurem Beruf macht, ihr findet euren Weg und nutzt den auch. Caroline, vielen, vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss. Danke.